Als ich das Geheimfach öffnete und das kleine Kästchen fand, betrat Drax Alfred den Raum. Er erzählte mir von Ereignissen, die sich vor 13 Jahren abgespielt hatten und dass Teile von Mamas Erinnerungen im Anhänger verborgen seien. Da rief jemand übers Videokonferenzsystem an. Es war Ryan, der das Another aktivieren wollte. Ja, ich bin noch Ashley. Hallo und herzlich willkommen zu Regal Talk Games. Mein Name ist Gunis und an meiner Seite befindet sich Johannes Brot. Ich heiße nicht Johannes Brot. Gerhard Reich. Das ist eine der letzten Parts, würde ich mal sagen. Vermuten wir jedenfalls. Hallo und herzlich willkommen zu Real Green Tower Game. Ich will dieses scheiß Spiel durchspielen. Was? Ich will jetzt dieses scheiß Spiel durchspielen. Ja, so, los, fangen wir mal an. Haben wir jetzt eine Begrüßung durch, ne? Ja. Hallo. Wir sind nach unten gefahren und kamen wir unten plötzlich an. Ist ja unlogischer Fahrstuhl. Rocks Alfred. Wir gehen jetzt gerade zu. Jetzt geht das Kapitel zu Ende. Hallo. Hä? Wo gehen wir hin? Nach unten zum Animus. Zum Another. Zum Another gehen wir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist das Another Labor, Ashley. Jetzt müssen wir mal versuchen, ernst zu sein. Ja. Aber der ist doch gar nicht. Aha. Was ist das? Was ist das für eine Schaltfläche? Ein Gerät. Der Gerät. Es sieht wie ein Sensor aus. Die Tür zu Another Labor ist verschlossen. Es ist verschlossen. Ashley, die Tür wird über einen biometrischen Sensor geöffnet. Ich mach sie auf. Das geht jetzt wahrscheinlich nicht. Irgendwie. Nee, weil er das gemacht Sonst hat. Sonst hätte es ja keinen Sinn, dass es da ist. Ja. Hä? Er hat schon lange aufgehört, aber die Hand ist noch drauf. Seine Hand liegt noch drauf. Das tut es weh. Es geht nicht. Das muss wehtun. Sie geht nicht auf? Ryan. Nein, ich heiße Ashley. Was? Er muss meine biometrischen Daten aus dem System gelöscht haben. Was? Das heißt, sie besitzen keine biometrischen Daten mehr? Dann kommen wir aber nicht rein. So scheint es, ja. Warte mal. Mir ist gerade eingefallen, vielleicht kannst du sie öffnen. Ich? Als du vor 13 Jahren hier mit Sayoko warst, wurden deine Dateien in das System gespeist. Okay, er hat vermutlich nicht daran gedacht, auch diese Daten zu löschen. Voll kacke von da zu lesen, ne? Ja, Ashley benutzt den Sensor. Aber nicht, dass meine Hand auch drauf liegen bleibt. Ich muss erstmal runterwerfen. Ein biometrischer Sensor. Also gut, versuchen wir es. Hä? Eine ganz schwierige Aufgabe. Oh, scheiße. Oh, ist das schwer. Ist leider betrunken. Aber ich muss den da festhalten, der. Hä, was soll das denn? Ja, weil man so eine Kack-Scheiße. Du bist zu nah dran. Alter. Stell dir vor, du siehst das. Ja, das geht so nicht. Du bist zu nah dran. Liegt an den Gläsern. Genau. Liegt an den Gläsern. Ja, weil die reflektieren. Warum hört sie denn immer wieder auf? Weil ich mich bewege. Yay. Es war schwer, meine Hand hinzuhalten. Ja, die hat halt einen Anfall. Es hat funktioniert. Ich kann meine Hand zwar nicht kontrollieren, aber... Sie ist auf. Findet hier das große Finale statt? Hilfe. Hört sich so an. Alter. Faber. Faber. Alle Buchstaben waren falsch. Faber. Es bringt nichts, mit ihm zu reden, Ashley. Er ist bewusstlos. Ryan, was machen Sie da? Was haben Sie meinem Papa angetan? Ich hatte nicht vor, euch hier hereinzulassen. Offenbar habe ich aber etwas übersehen. Deine Daten sind immer noch im System, Ashley. Andererseits ist eine Fehlertoleranz in jedes Experiment eingebaut. Ryan, lassen Sie Richard frei. Stoppen Sie das Experiment. Warum sollte ich so etwas tun? Der erste Schritt ist bereits abgeschlossen. Ich habe seine Erinnerung extrahiert. Was? Es ist schon länger her, dass wir menschliche Erinnerungen extrahiert haben. Aber alles lief glatt. Ryan, niemand darf in diesem Labor ohne meine Erlaubnis Experimente durchführen. Erlaubnis? Warum sollte ich mich um so etwas scheren? Ich bin der Leiter von JC Valley.
Ich weiß nie, wer das sagt, ey. Der Leiter? Ein Titel, sonst nichts. Ich weigere mich, die Autorität einer Person zu akzeptieren, die weniger qualifiziert ist als ich. Ryan, mir ist durchaus klar, dass Sie ein hervorragender Wissenschaftler sind, aber Judd hat Jesse Valley mir überlassen, nicht Ihnen. Judd hat Jesse Valley Ihnen überlassen? Soll das etwas zu bedeuten haben? Judd respektierte ihr Talent als Forscher im höchsten Maße. Aber er machte sich Sorgen über ihre Neigung, die Dinge etwas zu weit zu treiben. Also legte er das Schicksal des EC-Projekts in meine Hände. Boah, mit der Musik. Ist doch immer so. Und der Beweis ist auf seinem Laptop, nehme ich an. Ja, er hat ihn mir gegeben, bevor er starb. Obwohl er ihn eigentlich Sayoko geben wollte. Sie hat ihn aber nicht angenommen. Und sie können das Dokument auf dem Laptop immer noch nicht öffnen. Es ist irrelevant, ich habe... ein Sprachfehler. Jetzt soll ich das auch noch sagen. Ich glaube nicht, dass sich mir neue Erkenntnisse aus Judds Unterlagen erschließen könnten. Ryan, vor seinem Tod hat mir Judd etwas verraten. Die Endphase des EC-Projekts sei Another Null, sagte er. Another Null wurde durch die Integration von Sayoko's Another abgeschlossen. Also bat ich Richard nach seiner Rückkehr von der Blood-Edward-Insel hierher. Richard hat Sayoko's Another mehr erforscht und besser verstanden als jeder andere. Wenn ich ihn mit Ihnen, der Sie ja immer noch Judds Another untersuchen, arbeiten ließe... Würde Another Null fertiggestellt werden? Das haben Sie sich gedacht, nicht wahr? Genau richtig. Ich bin auch noch da. Genau richtig. Aber Sie haben nicht alles genau durchdacht, nicht wahr? Sie haben ihn hergeholt, aber dann... Dann weigerte er sich, mit uns an Another zu arbeiten. Ryan. Ashley, dein Vater ist ein ganz schön gerissener Fuchs. Was? Ich bin eingenickt. Gerissen? Warum? Er hat uns hier nur etwas vorgemacht. Er gab vor, mit uns an der Weiterentwicklung von Another Null zu arbeiten. Aber er hat uns nur reingelegt. Wie das? Rex, sicherlich haben Sie... Ich. Mr. Alfred, was hat Papa gemacht? Keine Ahnung, wir reden unsere... Ashley, erlaube mir, dir das zu erklären. Dr. Robbins kam her mit nur einem Ziel im Sinn. Er wollte Sayokos wahren Mörder hier bei JC Valley aufspüren. Ihren wahren Mörder? Aber ich weiß schon, wer es war. Es war... Bill Edward, ja. Ach so war das also, ich wusste das nicht mehr. Woher wissen Sie das? Aus den Erinnerungen, die ich aus Dr. Robbins extrahiert habe. Dieser Fakt ist unbestritten, Ashley. Ja. Bill ist vor 2 Jahren gestorben. So kam uns ein weiteres Mitglied des EC-Projekts abhanden. Übrigens, glaube ich, weil der Vater ihn da in eine Schlucht geworfen hat. Das war in Teil 1. Rex, sicher hat Dr. Robbins Ihnen von seinen Verdächtigungen erzählt, nicht wahr? Verdächtigungen? Er hatte immer die Theorie, dass Bill nicht der einzig Verantwortliche für Sayokos Tod war. Ryan. Mr. Alfred, stimmt das? Heißt das, noch jemand war am Tod meiner Mama beteiligt? Richard hatte da so seine Zweifel, Ashley. Es war zweifellos Bill, der den Abzug drückte und Sayokos Leben beendete. Die Frage blieb aber... Hä, hey, ach so, ich dachte, du weist darauf hin, dass er eine sehr komische Haltung hat. Ach so, ja, stimmt, den hab ich gar nicht gesehen. Die Frage blieb aber, ob er dazu allein in der Lage gewesen wäre. Als Dr. Robbins von der Blood-Edward-Insel zurückkehrte, führte er seine eigene umfassende Überprüfung der Angestellten im MJ-Institut durch. Rex, nur ein Narr wie Sie konnte jemanden wie ihn hierher einladen. Er muss jetzt richtig crazy werden, weil er gerade seinen Plan... Ashley, nachdem dein Vater bei Jesse Valley angefangen hatte, begann er mit seiner Suche. Er durchforstete alle Akten des MJ-Instituts, die Judd hinterlassen hatte, wie ein Dieb. Dann ist er einfach mit Sayokos Akte herausspaziert. Er untersuchte sogar den Grund für ihren Besuch vor 13 Jahren. All das, ohne auch nur einen Finger für Another Null zu rühren. Dank seiner Anstrengung wurde Another Null dann auch noch eingestellt. Nein, Ryan. Ich habe das Projekt auf Eis gelegt, weil... Rex, bitte. Ich kann Ihre jämmerlichen Entschuldigungen nicht mehr hören. Judd war auf der ganzen Welt als großer Forscher respektiert. Aber er machte einen riesigen Fehler. Er übergab JC Valley und das EC-Projekt einem Versager wie ihn. Einem Mann, der Risiken einkitscht, anstatt soliden Fakten zu vertrauen. Dachten Sie etwa, ich hätte von Ihrem Plan nichts mitbekommen? Die Massenproduktion von mnemonischer Flüssigkeit. Jetzt hören Sie mir mal zu, Ryan. Ich weiß, Sie sind mit mir als Ihrem Chef nicht zufrieden. Also gut, klären wir das in einem Gespräch, von Mann zu Mann. Rex, ich habe bereits gesagt, ich verspüre kein Verlangen, mit Ihnen zu diskutieren. Es wird Zeit, das Experiment fortzusetzen. In der nächsten Phase werden die Erinnerungen gelöscht.
Ryan! Ryan, hören Sie auf! Rex, seien Sie still, bitte. Ich beginne jetzt mit der nächsten Phase. Bitte. Warten Sie, Ryan! Oh! Alter, sie pennt voll. Oh, neue Folgen von Blablabla laufen im Fernsehen. Jetzt so plötzlich auf dem Handy guckt die so. Ryan, seien Sie nicht so verstockt! Wer benutzt das Wort denn? Bitte, was? Wissen Sie, was hier überhaupt los ist? Ich bin nicht, ich erlaubt es nicht. Oh. Alter. Hören Sie auf damit! Sofort! Sie lassen mir keine andere Wahl. Hilfe! Was? Achso. Uff. Nicht mein Sound? Ich hab sie gewarnt, sich mir nicht in den Weg zu stellen, Rex. WTF, Alter, WTF. Ryan! Bitte, lassen Sie Papa frei! Na gut. Löschen Sie seine Erinnerung nicht! Wie bei Sayoko? Was? Bestimmt hat dir Rex schon davon erzählt. Sayoko war hier vor 13 Jahren. Ja, da hat er mir von erzählt. Ihre Erinnerungen wurden gelöscht. Und, was ist mit diesem Anhänger? Ja, war der den? Hä? Wurde ihr der geklaut oder was? Ich weiß es nicht mehr. Das ist... Die mnemonische Flüssigkeit, die Teile von Sayokos Erinnerung enthält. Deswegen haben sie meine Tasche geklaut. Nur diesen Anhänger ernst wegen? Ja, genau so war's. Bitte tun Sie das nicht! Lassen Sie Papa frei! Gott. Sind dir seine Erinnerungen denn so wichtig? Er hat dich allein gelassen, als du 3 warst und 11 Jahre Psychos Forschung fortgesetzt. Kümmern dich die Erinnerungen eines solchen Mannes denn wirklich so sehr? Natürlich! Wir haben nicht so viel Zeit miteinander verbracht wie andere Familien. Aber die Zeit, die wir verbracht haben und die, in der wir einander gedacht haben, das ist mir wichtiger als alles andere auf der ganzen Welt. Wie dumm. Ich verstehe so etwas nicht. Vielleicht existiert diese Liebe zwischen Vater und Tochter wirklich. Nun gut, Ashley, dann will ich dir eine Chance geben. Was für eine Chance? Löse dieses Rätsel. Wenn du gleich das tust, was ich von dir verlange, lösche ich die Erinnerung deines Vaters nicht. Bist du einverstanden? Ich nehme das linke. Das ist, wie kannst du mir einen Gefallen tun? Ja? Nein. Ja. Also gut. Bring dich selbst um. Ausgezeichnet. Ich hatte erwartet, dass du so etwas sagen würdest. Ryan, was wollen Sie von mir? Ich kann überhaupt nichts heute. Geh in Dr. Rowans Büro und bring mir etwas, was ich benötige. Oh, was benötigen Sie denn? Eine Angel. Irgendwo in seinem Büro steht eine hölzerne Schatulle. Öffne sie und bring mir den gesamten Inhalt. Es ist ein Andenken an Sayoko, um es mal so auszudrücken. Ihr Kopf? Ein Andenken? Genau. Richard sagte, er hätte es hierher mitgebracht. Gina sagte mir auch, er hätte Sayokos Sachen mitgebracht. Und dass die Schatulle seit Sayokos Tod nicht geöffnet wurde. Was ist da darin? War das eine, die wir nicht aufgekriegt haben? Ich glaube schon. Falls sich meine Theorie bestätigt, enthält sie ein wichtiges Gerät, das für die Weiterentwicklung von Another benötigt wird. Ja, das. Ja, das haben wir ja. Ja, und er denkt, es ist da drin. Was für ein Gerät? Das Gerät schaltet die Erinnerungswiederherstellungsfunktion in Another frei. Erinnerungswiederherstellung? Ja, für die Fertigstellung von Another ist es von größter Wichtigkeit. Ashley, Dr. Robbins war es, der Sayokos Arbeit nahm, um Another zu entwickeln. Als er herkam, wollte ich, dass er an der Weiterentwicklung von Another mitwirkt. Also gewährte ich ihm Zugriff auf das Forschungsmaterial des MJ-Instituts. Er nahm sich daraus ein Gerät ohne Erlaubnis, versteht sich. Es war das letzte Gerät, das Sayoko entwickelt hatte, als sie am EC-Projekt arbeitete. Ein unvollendetes Gerät, das nie benutzt wurde. Es wird TAS genannt. Dr. Robbins hat es, sagen wir, requiriert. Zunächst waren seine Intentionen nicht klar oder warum er das Gerät nahm. Als ich merkte, dass er bei der Weiterentwicklung von Another nicht mithelfen würde, wurde es mir klar. Er war hier, Tag und Nacht, auch an Wochenenden arbeitete er. Als ich das beobachtete, mutmaßte ich, er müsse wohl an Sayokos Gerät arbeiten. Als ich hörte, dass er dich zum Lake Juliet eingeladen hatte, hatte ich das Gefühl, du würdest etwas Wichtiges mitbringen. Etwas, das mit Sayoko zu tun hat. Also haben sie meine Tasche gestohlen. Ja, aber es war nichts drin, das heißt jedenfalls nichts von Interesse.
Deshalb will ich wissen, was sich in der Schatulle befindet, die Dr. Robbins aufbewahrt. Warum muss ich sie holen? Habe ich gerade erklärt. Ashley, meine Theorie sieht folgendermaßen aus. Dr. Robbins musste einen Grund gehabt haben, dich hierher zu holen. Und der könnte sein, dass du der Schlüssel zu dieser Schatulle bist. Ich? Ja, Psycho war auf dem Gebiet der Biometrik sehr versiert. Es ist naheliegend, dass sie die Schatulle mit deinen biometrischen Daten verschlüsselt hat. Daher will ich, dass du sie für mich öffnest. Ryan. Ashley, noch eins. Ich möchte, dass wir uns darüber im Klaren sind. Wenn du Gina oder sonst jemanden davon erzählst, töte ich deinen Vater ohne Zögern. Ist schon gut. Ich hol die Schatulle.